Hinter der Bar, nee, hier müssen wir nicht hin. Wir müssen zur Gasse da hinterm Blütenweg. Da Gasse zum Blütenweg. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber wir finden das schon irgendwie. Moment, ist der Blütenweg vielleicht... das und das hier ist die Gasse dazu? Abkürzung zur Paukstätte. Nee, da waren wir auch schon. Wir sollten jetzt zu irgendeiner Gasse am Blütenweg. Ich weiß halt gar nicht, ob das... Hier ist der Blütenweg, richtig? Nee, schade, du bist einfach nur so, irgendein Weg. Huch. Enzhausener Hauptbahnhof. Ich kenne mich hier noch nicht aus. Na gut, dann, sollten wir tatsächlich vielleicht einfach mal nach Hause gehen und schlafen? Weil wir müssen ja nachts auf die Baustelle und danach wird uns dann ja auch auf der Karte angezeigt, wo genau wir hin müssen. Jetzt heißt es halt wieder mein Haus finden. Ach, guck mal. Ich habe solchen Hunger. Ich will Fisch. Aber nicht nur irgendwelchen Fisch. Ich will Thunfisch. Ganz viel davon. Einmal feinster Thunfisch. Ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, die haben wir schon mal angenommen. Vielleicht Fischbude. Kann ich da vielleicht verkaufen? Hallo und herzlich willkommen. Heute frisch gefangen. Kaufen, ja. Getrocknete Makrele. Oh, guck mal hier. Skorpionfisch, Aju, roter Schnapper, Fischköder. Aber alles nicht das, was wir brauchen, ne? Lokai mögen dich sehr. Aber hier gibt es nicht so einen richtig geilen Fisch, ne? Sowas wie, hier diese eine Milch, die wir mal benutzt hatten, um Koma Sanjio zu fangen. War das unser Haus? Das ist unser Haus, gut. Dann gehe ich, glaube ich, tatsächlich mal schlafen bis nachts. Und dann finde ich die Baustelle gleich nicht wieder. Nein, das ist das falsche Zimmer. So, vielleicht sollte ich ein kleines Nickerchen einlegen. Schlafen bis Nacht. Yippie! Wir wurden aufgefüllt. Das ist nicht schlecht. So, jetzt ist es Nacht. Und wir... Schleichen uns mal weg. Scheint unsere Eltern nicht zu interessieren. Ich fände es da ja tatsächlich realistischer, wenn die dann einfach auch im Bett wären. Weil so ist das halt schon irgendwie bisschen lame, dass die uns halt einfach so nachts rauslassen. Die fragen halt auch nicht mal, wo wir hingehen. Weißt du, wir sagen jetzt, wir gehen nachts auf eine Baustelle einbrechen. Ich hoffe, es ist okay, aber... Nee. So, jetzt muss ich die Baustelle wieder finden. Hier war es nicht. Die war ja irgendwo weiter unten, richtig? Nee, hier wollte ich auch gar nicht drauf. War die Baustelle... Entschuldigung. War die Baustelle hier irgendwo? Ne, hier war die Sunset Mall. Okay. Naja, nachts ist ja ein bisschen, ne? Wo war die Baustelle denn? War hier die Baustelle? Nein, hier war der Spieleladen. Hallo. Akzeptier mein Knöpfchen drücken. Da. Lü. So, hier war aber auch nicht die Baustelle, oder? Hoch, guck mal, ein Parkplatz. Wo war die doofe Baustelle? Ich kenne mich hier doch nicht aus in diesem Spiel. Sage ich, glaube ich, jetzt auch schon zum 20. Mal in dieser Folge, ne? Das hier sieht baustellig aus. Okay, die Baustelle ist also dieses komische, umrandete Gebäude. Okay, aber ich darf da rein. Gut. Und wir suchen aber auch wirklich hier in der Baustelle jetzt nach dem Yokai, ne? Das sieht schon mal richtig aus. Wen suchen wir nochmal? Aber es müsste dann ja auch wieder so ein
So ein Yokai mit einer Fahne überm Kopf sein. Hör, das sieht uns. Wir sind gar nicht da. Lalala. Hat uns das noch im Visier? Nein. Gut. Dann müssen wir uns hier tatsächlich, wie es aussieht, wieder komplett durchkämpfen. Geh mal hier lang. Da ist auch wieder nur so eins. Da hinten steht was rum. Hier komme ich aber jetzt auch nicht lang, ne? Nee. Ah, guck mal, da vorne ist auch der Yokai mit der blauen Fahne angezeigt. Dann ist es das da hinten, was da steht. Aber ich glaube, da kam ich auch nur hin, indem ich oben rumgehe, richtig? Bin mir unsicher. Aber gut. Lililili. Will da eigentlich nur durch. Ich meine, ja, hier könnten wir jetzt voll gut leveln und so, aber ich möchte gerade eigentlich nur... Okay, hier runter kam ich, aber wie kam ich denn dann nie? Okay, da müssen wir jetzt kämpfen. General und Maujor, was mochten die denn nochmal? Die mochten auch, glaube ich, irgendwas, was ich nicht dabei hatte. Ich muss mal gerade hier Steuerung F. Maujor. Da ist er. Die mögen Saft, alles klar. Items ist, ich glaube, ihr hattet mir in die Kommentare geschrieben, dass sowas hier Saft ist. Ich versuche das einfach mal. Vielleicht schmeckt es denen ja. Schmeckt. Gut. Dann, kämpft doch mal. Ich möchte gerade gerne warten, bis ich das nächste Item schmeißen kann, damit ich den anderen wenigstens auch noch Saft geben kann. Das wäre, ganz cool. Items. Da. Nimm das. Gut, das fand der auch gut. Jetzt nochmal warten, damit ich dem dritten da auch was geben kann. So, dann jetzt auf den, solange bis ich wieder ein Item werfen kann, bitte. Was jetzt der Fall ist, deswegen gehen wir auf den und der kriegt nochmal einen Saft. Boom. Scheint ja zu schmecken. Das ist... Oh, so geil, dass ich euch erstmal angreife. Oh, guck mal, Jiro ist beseelt. Das ist nicht so cool. Dann tausche ich hier doch mal gerade aus und wir reinigen unseren süßen Kumajiro. Mein Ninzikado ist jetzt ja auch nicht so der schlechteste Damage-Dealer, den wir dabei... Oh, da ist ein Ding in... Nein, nein, das ist weggeflogen. Och, Manu. Na gut, haben die auch mal wieder was für ihren Platz in meinem Team getan? Nö. Aber es will sich keiner mit uns anfreunden. Mensch, wie schade. So, hier ist aber auch nix. Und dann nicht wieder runterfallen. Oder mussten wir hier doch runterfallen? Ich weiß das gar nicht. Ich gehe mal kurz hier. Ach genau, und hier ging es dann, glaube ich, runter, ne? Genau, und so kamen wir doch jetzt nach... Da hinten... Wo wir auch hin müssen. Was war das für ein Yokai? Ich sehe es nicht. Aber da war doch gerade eins, oder? Ja. Aber wer? Ach, ein Udini. Das hätte ich tatsächlich auch gerne. Udini. Huch. Habe ich es falsch? Ach, Uhudini. Uhudini mag asiatisch. Gut. Items, was ist denn asiatisch? Instant-Nudelsuppe ist asiatisch, beispielsweise, würde ich jetzt behaupten. Okay, war scheinbar nicht asiatisch genug, aber wir haben ja noch einen Udini da, oder Uhudini da hinten rum. Ihr sollt die nicht direkt tot machen, ich wollte dem Manu. Manchmal ist mein Team halt einfach zu stark, ne? Naja, für Bossfights ist das sicherlich praktisch. Er ist beseelt. Ach, der Gegner. Okay, ich dachte gerade, wir hätten Komasan beseelt. Das wäre nicht so cool gewesen hier. Ich spule mal ein bisschen vor. So, dann wäre der auch erledigt. So, Ninzikado macht bald auch schon wieder ein Level up. Das ist voll krass. Wie OP wir hier sind. Aber wir kommen von hier aus doch gar nicht dahin, ne? Erhalten. Ärmel hoch.
Ach so, Moment, vielleicht kommen wir, wenn wir so gehen. So. Und dann mache ich hier Hüpf und dann kämpfe ich erst gegen ihn hier. Und dann sind wir auch schon da. Yay! Ach komm, hier hauen wir mal wieder. Komasan darf gerne mal wieder ein bisschen Power machen. So, und dann können wir jetzt ja auch auf Spulen drücken. Und dann machen wir da doch ziemlich guten Schaden, so wie es aussieht. Der da vorne trödelt erstmal und kriegt direkt deswegen von Jibanyan eins auf die Schnauze. Aber gut, hätten wir das auch. So, reicht's für Ninzikalo schon? Nee, noch nicht ganz, aber Jibanyan macht gleich auch ein Level up, das ist gut. So, hier, mit dir wollte ich. Ja? Sehe ich gerade wirklich aus, als würde ich gerne euresgleichen bespaßen. Wenn ihr wirklich kämpfen wollt, tut es mir leid für euch. Na gut. Kampf, dann fangen wir doch mal an mit ein paar Tatzen des Zorns, würde ich sagen. So. Und wir arbeiten uns mal von links nach rechts durch, würde ich sagen. Dann kann Komajiro gleich seine Gewitterfront raushauen. Oh, Jibanyan ist beseelt. Da müssen wir dann gleich mal kurz rotieren. Etwa Ninzikado noch ein bisschen nach vorne holen. So, dann reinigen wir nämlich hier in mal gerade Jibanyan. Und ich mache von dem Ulti-Seel von den Zikado nutzen. Der machte uns ja, glaube ich, alles schneller oder so, ne? Oh, wir sind... Na gut. Irgendwie gehe ich immer davon aus, dass die Kämpfe länger dauern. Aber gut. So. Levelaufstieg für den Zikado und Jibanyan, das ist gut. Ach so, gut. Das war's schon. Cool. Wie komme ich denn jetzt zurück? Kann ich hier einfach lang? Oh Mann, nur ich möchte eigentlich nur gerade hier raus. Haben wir denn da eine Urnaconda? Was mag das denn? Ich muss mal gerade schauen. Urna mag Fleisch, alles klar. Ich muss auch gleich schon wieder aufhören aufzunehmen, sehe ich gerade, weil ich tatsächlich kaum noch Akku hier auf dem 3DS habe. Wir hatten hier doch extra eine Hühnerkeule. Die findest du geil, ich weiß das. Sag ich doch. So, Ulti-See von Jibanyan. Komm, hau raus. Komajiro ist ziemlich low tatsächlich. Deswegen, ich glaube, ich lasse Jibanyan gerade raushauen und dann drehe ich mal Jibanyan und Komajiro raus. So, dann haben wir zwar keine Charmante-Einheit mehr, aber soll mir ja eigentlich egal sein, ne? Komasan regelt das. So. So, jetzt versuche ich. Ich speichere einfach mal gerade, falls mir der 3DS gleich ausgehen. Ach, ich kann hier drin nicht speichern. Das ist ja kacke. Wo kann ich denn lang? Hier kann ich lang. Aber wie komme ich hier jetzt raus? Ich kann angeblich hier hinter der Treppe lang und dann kann ich... Nein, 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 nein. Okay, das hat uns war kurz gesehen, aber dann können wir hier auch scheinbar wieder hoch. Und dann können wir ja eigentlich einfach den Weg, den wir gekommen sind, zurückgehen, richtig? So, gehen wir hier mal kurz rüber. Und dann waren wir hier. Und dann rennen wir an dem Yuka hier ganz schnell vorbei, sodass der uns gar nicht sieht. Und dann rennen wir die Treppe runter. Und dann müssen wir ja eigentlich nur noch nach draußen, richtig? Einmal meine Yokai gerade noch schön hoch. Nee, kannst nichts mehr für mich tun. Fertig. Und dann gehen wir raus. Und jetzt kann ich auch speichern, ja? Gut. Dann bedanke ich mich einfach mal bei euch fürs Zusehen. Entschuldigung, dass die beiden Folgen jetzt ein bisschen kürzer waren. Ich werde heute Abend, also am Freitag, wenn ihr das hier seht, ist wahrscheinlich schon Samstag,
einen Livestream machen und eventuell nehmen wir da weiter Yokai Watch auf, aber ich verspreche noch nichts, weil beim Livestream bin ich immer spontan und spiele dann das, worauf ich Lust habe. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.